Aufwachsen an der Volme. Der Rathaus-Podcast der Stadt Hagen. Die Hagener BürgerInnen können sich auf einen echt spannenden Herbst freuen. Man kann nicht kommunizieren und man kann nicht sich von Kultur fernhalten. Ich habe schon so eine kleine professionelle Deformation. Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Charlene Schmidt. Und ich bin Michael Kaub. Wie immer aus unserem kleinen Studio unter dem Dach der Villa Post. Und in diesem kleinen Studio haben wir heute Melanie Redelberger eingeladen. Melanie Redelberger leitet das Kulturbüro bei der Stadt. Melanie, hallo. Hi. Hallöchen. Ja, schön, dass du da bist. Kultur, da versteht ja jede und jeder etwas anderes darunter. Was verstehst du denn unter Kultur? Ich freue mich, dass jeder und jede was anderes darunter versteht, weil für mich ist der Kern von Kulturvielfalt. Es gibt diesen klassischen Begriff eigentlich fast nur in Deutschland von Hochkultur, von Theater und Museum und Oper. Und Kultur ist aber auch Fußball, Essen, Feste, die man feiert, wie man sich kleidet, wie man sich gibt. Und Kultur ist etwas, was unser ganzes Leben durchzieht und gestaltet. Und Kultur ist auch unser Miteinander. Und deswegen finde ich, Kultur ist nicht nur das, was bei Veranstaltungen passiert, jetzt in unserem Bereich, sondern auch die Art und Weise, wie wir leben miteinander. Und deswegen finde ich unsere Arbeit so wichtig. Ja, Kulturbüro, das klingt jetzt natürlich wieder super nach Stadt irgendwie. Was kann man sich denn darunter überhaupt vorstellen? Wir sind ein sehr kleines Team, wir sind 2,5 Leute und wir führen eigene Veranstaltungen durch. Also man kennt uns sicherlich für den Muschelsalat, mittwochs umsonst und draußen in den Sommerferien, jedes Jahr. Und das ist ein wichtiger Bestandteil. Im Hintergrund laufen aber auch noch viele andere Dinge, zum Beispiel kulturelle Bildung. Wir haben da 2 Programme mit Landesmitteln, wo einerseits KünstlerInnen in die Schulen kommen und mit den SchülerInnen arbeiten und andererseits junge Kinder in Kulturinstitutionen gehen, um mal so hinter die Kulissen schnuppern und wo man eben Zugang zu Kultur kriegt, ohne dass das im Elternhaus vorbestimmt sein muss, sondern jeder kann da einfach mal gucken, wie sieht es aus im Theater hinter den Kulissen oder wie ist es mit einem Künstler, einer Künstlerin wirklich zusammenzuarbeiten. Das läuft als ein Projekt, als 2 Projekte das ganze Jahr durch. Dann machen wir auch noch diverse kleinere Veranstaltungen wie Lesungen und ein paar ungewöhnliche Kulturformate. Es gibt noch das große Krimi-Festival, alle 2 Jahre Mord am Hellweg. Das findet 2024 statt und unsere Veranstaltungen werden dann abgelöst sozusagen durch die Stadtbücherei, die den mörderischen Herbst machen. Also die Hagener BürgerInnen können sich auf einen echt spannenden Herbst freuen. Und ja, dann gibt es Projekte wie City Artist, die auch mit Fördermitteln laufen. Wir haben einen Projektefonds, mit dem wir Projekte von Kulturschaffenden in Hagen fördern. Also der ist nicht besonders groß, aber manchmal stößt er wirklich tolle Dinge an. Wir machen Förderberatungen und ich kann gar nicht aufzählen, was wir alles machen. Es ist so ein ziemlich wilder Ritt durch viele verschiedene Bereiche und für uns ist es immer wichtig zu gucken, wo gibt es Resonanz in der Bevölkerung und auch, welche Bedarfe sind da, was interessiert die Leute, was funktioniert, was nicht, und dann schmeißen wir auch mal Sachen raus, wenn sie nicht funktionieren. So lange bist du ja, glaube ich, noch gar nicht Leiterin, ne? Nee. Ja, seit wann eigentlich? Seit September letzten Jahres. Das ist noch gar nicht so lange, aber trotzdem vielleicht die Frage, hat sich Kultur oder der Kulturbereich, du sagst ja, dann schmeißen wir Sachen einfach raus, hat sich da was gewandelt aus deiner Sicht in den letzten Jahren? Es wandelt sich ständig. Es gibt so große Buzzwords. Eine ganze Zeit lang war das Integration, Interkultur, es war Nachhaltigkeit. Im Moment wird es immer mehr Demokratieerziehung oder politische Erziehung. Und das ändert sich alle paar Jahre. Und da wir und auch die Kulturschaffenden ja auf Projektförderung angewiesen sind, muss man also auch diese Buzzwords tatsächlich lernen und bei seinen Anträgen benutzen und auch in die Richtung arbeiten, um eben die finanziellen Mittel dafür zu haben. Ja, man hört auf jeden Fall, dass du nicht erst seit gestern in dem Thema bist. aber jetzt natürlich trotzdem nochmal vielleicht, weiß ich nicht, mehr Verantwortung in deiner neuen Stelle. Bist du denn angekommen? Gab es schon irgendwelche Überraschungen, mit denen du gar nicht rechnen konntest? Also ich bin schon angekommen. Das macht total Spaß, weil wir sind, wie gesagt, 2,5 Leute und wir haben jetzt seit Anfang Mai einen neuen Mitarbeiter. Und das ist faszinierend zu sehen. Ich war vorher Kollegin, jetzt bin ich vorgesetzt. Das ist faszinierend zu sehen, wie Leute wachsen an ihren Aufgaben. Also meine Kollegin Mona Wellpott stemmt mal eben mit einem freien Mitarbeiter den Muschelsalat, macht das allererste Mal. Und wenn es dann so an Momente kommt, wo man denkt, okay, wir bauen jetzt auf der Kampfbahn Böhler Heide mal eben was 10 Meter hohes auf, wo sich Leute dran hängen, und fixieren das mit so ein paar Bodennägeln, die so einen Meter lang sind, so, dann kann ich verstehen, dass das ziemliche Verantwortung ist und eine Herausforderung, und sie meistert das wunderbar, und da bin ich total stolz drauf, auch auf den Umgang, den wir miteinander haben. Und der neue Kollege Jan Wellpott,
Der neue Kollege Jan Dominik. Die schreiben uns auch mit Melanie Wellpott und Mona Redelberger an. Also das ist, wir sind eigentlich eine Identität. Wir sind schon sehr. So, also Jan Dominik ist jetzt seit 3 Wochen da und er hat was ganz Interessantes bemerkt, nämlich, dass die Stadt Hagen kein Geld hat und schmeißt sich jetzt wie ein Wilder auf das Thema Förderanträge und berät und stellt für uns jetzt auch Förderanträge. Und ich habe das Gefühl, ich habe in so einen Honigtopf gegriffen und habe da einen super engagierten jungen Mitarbeiter. Und das ist sowieso im Kulturbereich die Besonderheit, glaube ich, dass alle Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, unglaublich leidenschaftlich sind. Wir haben auch alle so ein bisschen Knall. Also man muss ein bisschen verrückt sein, um Dinge, die einem finanziell vielleicht wenig oder manchmal eben im ehrenamtlichen Bereich auch nichts einbringen, mit so viel Initiative und Engagement zu machen. Aber bei jeder Begegnung spürt man das, wie die Leute brennen und was sie wollen und dieses Herzblut einfach. Und das versuchen wir eben für uns zu leben und dann in den Kontakt mit den kulturschaffenden Kreativen auch zu leben. Einen Knall zu haben klingt schön, finde ich. Ich mag ja so etwas. Aber wir haben es ein bisschen angedeutet bislang nur. Wo kommst du denn jetzt eigentlich her? Was ist denn jetzt dein Werdegang, dein Hintergrund? Also ich bin geboren in Niedersachsen und habe da in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert. Und habe dann, damals gab es das Internet noch nicht so wirklich, habe mir dann ein Buch gegriffen mit allen Museen in Deutschland und habe, ich glaube, 300 Briefe oder so geschickt und habe einen Praktikumsplatz gesucht. Und damals Michael Fehr vom Ochshaus-Museum hat mich eingeladen, obwohl ich keine Kunsthistorikerin bin. Ich habe es dann noch so ein bisschen versucht an der Uni Bochum, aber im Vergleich mit der Uni Hildesheim, wo man mit dem Prof oder der Professorin zusammen einen Tee trinkt und ganz nah ist, war mir der Betrieb da in Bochum einfach zu kalt und zu groß. Und jedenfalls hat mich Michael Fehr eingeladen und ich hatte ein Vorstellungsgespräch, war dann erst Praktikantin und dann mehrere Jahre freie Mitarbeiterin und habe es dann irgendwann geschafft, eine feste Stelle zu kriegen und war 18 Jahre im Ochshaus-Museum, später auch Unterteil von Belgien, dann einmal anfangs für eine eigene Sammlung zuständig und später für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also daher kennen wir uns ja, das ist ja unsere Gemeinsamkeit, dass ihr immer meine Pressemitteilung verbessert und das macht ja, super. Das wollten wir hören. Genau. Ja, und nach einiger Zeit habe ich dann aber das Angebot bekommen, im Kulturbüro zu starten. Das hatte sich ja auch neu aufgestellt mit Astrid Jacobs als Chefin. Und ich habe gedacht, okay, es ist das, was ich nie machen wollte. Ich war eigentlich immer ein Museumsmädchen. Ne? Diese großen weißen Wände, auf denen man Dinge gestalten kann, das hat mich fasziniert. Ich war als Kind im Phantasialand und Museen sind für mich so gestaltete Räume, die auch überwältigen können und ich liebe das irgendwie. Also das war mein Ding und ich habe auch damals in Braunschweig mal einmal in ein Kulturbüro reingeschnuppert und das war so ein Großraumbüro. Da saßen lauter ernste Menschen vor ihren Computern und da habe ich gedacht, das will ich nicht machen. So, aber in Hagen ist es anders, weil es ist die Stadt ist so lebendig und da sind so viele tolle Leute, die praktisch so graswurzelmäßig von kleine Projekte machen, die sich aber auch entwickeln und verstetigen. Und ich sage immer, Hagen ist für mich ein bisschen wie Berlin. Also es ist direkt, es ist dreckig und es gibt Freiräume, es gibt so Brachen. Und da kann was wachsen. Also wo man mich nicht hinkriegen würde, wäre eine Stadt, in der alles schön und lieb und ordentlich und sauber ist. Da fühle ich mich eingesperrt. Für mich ist es hier das echte Leben. Dieses echte Leben. Ihr seid ja nicht so viele, hast du gesagt. 2,5 Stellen, also 3 Personen, haben wir ja gerade gehört. Alles eine Person, auch das haben wir jetzt verstanden. Wie schafft ihr das denn, mit so wenigen so viel, was du gerade erzählt hast, auf die Beine zu stellen? Da wird es wahrscheinlich auch noch Mitarbeitende geben müssen, oder? Also wir haben im Hintergrund noch eine Verwaltungskraft mit 1,5 Stelle. Und wir sind ja in einem Fachbereich, dem Fachbereich Bildung. Da sind wir auch noch gar nicht so lange. Aber zusammen mit der Volkshochschule, der Musikschule und der Stadtbücherei, auch da gibt es natürlich mal Austausch. Was macht ihr auf Social Media? Welche gemeinsamen Projekte können wir machen? Als Kulturbüro haben wir keinen eigenen Raum. Wir sind also angewiesen darauf, dass wir auch von der Volkshochschule oder Stadtbücherei, wo auch immer, Räume bekommen, wo wir Veranstaltungen machen können. Also allein das macht schon eine enge Verbindung, dann tatsächlich praktisch zusammenzuarbeiten. Und wir haben die ganze Stadt. Wir haben das Kommunale Integrationszentrum, wir haben den Fachbereich Jugend und Kultur, wir haben selbst das Bauamt. Jedes Mal, wenn wir im Kunstquartier die große Mord am Hellweg-Lesung machen, stellen wir einen Bauänderungsantrag. Die kennen uns auch schon. Das Verhältnis ist super. Das Ordnungsamt. Also es gibt so viele Leute, mit denen man so im Kontakt ist. Und ich hatte wirklich vorher auch ein anderes Bild von Verwaltung. Also wenn man mal so durch diesen ersten Widerstand, der manchmal da ist, so durch ist, dann sind die Leute so hilfsbereit und machen auch Dinge möglich, die eben untypisch sind für eine Verwaltung. Viel besser als
Beruf. Eine sehr, sehr schöne Sichtweise auf jeden Fall. Nein, wirklich. Jetzt hat es sich ja offensichtlich, also nach Hagen verschlagen und dann auch hier gehalten. Du hast jetzt auch gerade schon mal ein bisschen natürlich darauf hingedeutet, woran das so liegt. Dann gibt es ja wahrscheinlich vielleicht auch noch ein großes Netzwerk, mit dem ihr vielleicht auch zusammenarbeitet. Wie sieht das denn aus, so dann die Zusammenarbeit noch in Hagen, also nicht nur intern? Ja, das sind einmal die freien Kulturzentren. Die Pelmke, der Hasbarhammer, der Werkhof und das Allerwelthaus. Da sind das viele Initiativen und Vereine, die auf uns zukommen, eben wegen Förderberatungen natürlich, aber auch wegen gemeinsamen Projekten. Das geht von Kunst vor Ort, die ja künstlerische Projekte mit Kindern im Stadtteil machen, über, sagen wir, Nachhaltigkeitszentrum, Hatopia in Wieringhausen. Natürlich Künstlerinnengruppen, die wir in Hagen auch haben. Und das hängt immer dann von den jeweiligen Projektideen ab. Und ich finde es toll, wenn Leute mit Ideen auf uns zukommen und wir das dann ermöglichen können. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns im Elfenbeinturm irgendwas ausdenken, was wir glauben, was die Leute gut finden sollen. Es ist viel besser, dann die Kräfte vor Ort zu unterstützen und zu gucken, wohin kann das wachsen, wen kann man zusammenbringen, wer profitiert voneinander. Entdeckt ihr denn aber auch Künstlerinnen und Künstler? Also für Veranstaltungen jetzt zum Beispiel? Ständig. Ja, wie macht ihr das? Der Gesichtsausdruck war eigentlich Gold wert. Also so, ja. Naja, ich gehe ins Internet und google, ne? Also was, wie ein normaler Mensch. Also ich habe eine Veranstaltung mit vier Autorinnen in dem Fall, also nur Frauen und auch ein bisschen so einer feministischen Ausrichtung. Und dann suche ich, bis ich eine weibliche Rockabilly-Band finde. Oder ich mache im Wasserschloss Währing einen Fantasy-Tag und überlege, was brauche ich? Dann denke ich, ja, eine irische Folkband. Und dann suche ich, bis ich eine finde, die mich überzeugt. Und wir entdecken schon KünstlerInnen, aber ehrlich gesagt, das Feld in Hagen selbst ist so groß, also an bildenden KünstlerInnen, auch im Tanzbereich ist unheimlich viel los, ganz tolle Leute. Im Musikbereich sind wir nicht ganz so firm, also wir sind auch einfach darauf angewiesen, dass die Leute auf uns zukommen, weil dafür passiert hier wirklich zu viel, als dass wir das alles sehen könnten. Und wir müssen uns auch ständig abgleichen, wo ist denn eine Lücke? Also wir müssen nicht die 10. Lesung veranstalten, wenn es auch andere Institutionen gibt, die Lesung veranstalten. Wenn aber ein Künstler, ein Autor auf uns zukommt und sagt, hier gibt es ein Förderprogramm und habt ihr nicht Lust und können wir was machen, sagen wir nicht nein. Ne? Also da hängt es auch so ein bisschen von der Eigeninitiative der Menschen an, auf uns zuzukommen. Und es gibt auch ganz tolle Projekte, die uns nicht brauchen. Also wir sind ja auch nur begrenzt finanziell ausgestattet und auch nicht in allen Fragen kompetent. Wenn ich ein großes Musikfestival mache und ich brauche Ehrenamtliche, da können wir von den anderen Leuten lernen, die das veranstalten. Die müssen uns nicht fragen. Die haben auch eine ganz andere Glaubwürdigkeit dann in der Szene und da können wir vielleicht beratend zur Seite stehen, aber eigentlich stehen wir im Publikum klatschen. Das ist dann auch mal schön. Das glaube ich, ja. Ja, schon. Gibt es denn, auch wenn man natürlich keine Favoriten haben soll, eine Sache, für die du besonders brennst, so in dem Kulturbereich? Eine Sache, für die ich besonders brenne im Kulturbereich. Ja. Charlene, also, was für eine schwierige Frage. Sorry. Ich habe mit der Frage gerechnet, was mein Lieblingsprojekt ist und ich habe etwas drüber nachgedacht. Es gibt einen Filmemacher aus Köln, der jetzt schon dreimal in Hagen war und der macht eine Performance, könnte man fast sagen. Der schneidet Amateurfilme zusammen, also keine offizielle Filmkunst oder Dokumentation, sondern was Menschen in ihrem Privatleben, sagen wir mal in den 70ern oder in den 60ern, gefilmt haben oder auch früher und kombiniert das aber mit Live-Musik. Das ist kein Kino, das ist kein Konzert, es ist irgend so eine Mischform. Und als wir das erste Mal gemacht haben, waren wir mit dem Programm in der Pelmke und diese Amateuraufnahmen, die sind ziemlich verwackelt. Und dann filmt auch jemand mal dröge auf irgendwie eine Abrissbirne an einem Haus 10 Minuten. Und das Publikum saß und schwieg und nahm das zur Kenntnis und ließ sich natürlich auch von der Musik verzaubern. Und dann ging die Kamera so an dem Haus vorbei und es war ein Werbeschild Andreas Pilz. Und die Leute in der letzten Reihe, Andreas Pilz, aufgestanden, zur Theke gegangen, haben sich ein Bierchen geholt, haben sich hingesetzt und den ganzen Rest diesen Abends haben sie diesen Film kommentiert. Mensch, hier der Park, da war ich auch und oh, ey, die Autos damals. Also man kann, die haben alle miteinander geredet und ich liebe das, wenn der Vibe so rüberkommt. Und das passiert manchmal wirklich bei den ungewöhnlichen und bei den experimentellen Formaten viel schneller und viel einfacher, als wenn man eben etwas hat, wo frontal auf einer Bühne was vorgetragen wird und alle sitzen da und versuchen brav zu sein. Also meine Liebe gilt den wilden Dingen. Punkt. Ist sehr deutlich geworden. Ja, das ist sehr gut. Ja, es gibt ja so wirklich große Großveranstaltungen. Der Muschelsalat gehört bestimmt dazu. Das ist ja gerade schon auch beschrieben, was da auch für ein Aufwand hintersteckt. Ist denn nach dem Muschelsalat auch schon wieder vor dem Muschelsalat oder fangen
wann fangen die Planungen eigentlich dafür an? Also wir fangen im November an mit den Planungen. Es gibt dann im Frühjahr 2, 3 Messen oder so Großveranstaltungen, wo die KünstlerInnen sich vorstellen, ihre Programme vorstellen. Da wird dann auch hingefahren. Und dann fängt man an, das Programm zusammenzustellen. Und für dieses Jahr haben wir gerade gestern das Programmheft fertig gekriegt. Also meine Kollegin, ein großer Stein fällt vom Herzen. Und das ist so ein toller Moment. Das kenne ich auch vom Planet Hagen, unseren Tagen der offenen Ateliers, wo ich auch so ein richtiges Booklet mache, so eine Art Katalog. Der Moment, wo man dann so ein gedrucktes Exemplar und daneben den ganzen Karton dann in den Händen hat, das ist so, so großartig. Und dann dieses Gefühl, auch gerade beim Muschelsalat für praktisch ja schon Tausende von Leuten ein Angebot zu machen und dann auch so einen Rückhalt zu haben bei den Ehrenamtlichen, bei den Muschelsalatrettern, die unheimlich tolle Leute sind, das macht immer so Spaß. Und auch mit den Sponsoren, die wir im Hintergrund haben, die wir seit Jahren haben, Sparkasse, Mark E., auch die Rathausapotheke, auch kleinere SponsorInnen, die dabei sind. Das ist auch so ein gewachsenes Netzwerk und für mich steht immer so im Vordergrund, das eine ist das Produkt, aber das andere sind die Beziehungen. Und das liebe ich an meinem Beruf, dass man eben mit ganz unterschiedlichen Leuten am besten auch eine gemeinsame Veranstaltung hat, wo verschiedene Menschen zusammenkommen und dann zusammen etwas erleben. Es ist ja was anderes, so eine Musik oder eine Theaterveranstaltung, Straßentheater, direkt wirklich wahrzunehmen. Nicht durch einen Bildschirm, sondern da wirklich zu sein, Leute zu sehen, ins Gespräch zu kommen. Auch dieser soziale Aspekt, der da drin ist. Und deswegen ist Muschelsalat für uns eben auch tatsächlich zentral, weil ich glaube, die Hagener Bevölkerung würde uns auch nicht mehr mögen, wenn wir das nicht mehr machen würden. Ja, ich meine, da kann man jetzt natürlich auch Stimmen zitieren, die sagen würden, in Hagen ist ja gar nichts los. Ich meine, man hört es ja auch an jeder Ecke gerne mal wieder. Wir möchten das an dieser Stelle gerne widerlegen, natürlich. Wie ist das denn dann für dich, wenn du lange geplant hast, da richtig, richtig viel Arbeit reingesteckt hast und dann ist so dieser Tag und dann kommen so die Leute, so ganz langsam, schon am besten vor der Uhrzeit. Wie fühlt sich das dann an? Das ist absolut großartig. Vor allen Dingen, wenn die Leute nicht wissen, dass ich es organisiert habe und ich kann die so beobachten. Und das ist, als hätte ich zu einer Geheimparty eingeladen. Ich habe Geburtstag und so. Also man hat schon, ich habe schon einen Stolz als Veranstaltende, glaube ich, auf das, was ich geschaffen habe. Und wenn Leute das teilen und mögen und ich dann auch merke, dass ich Feedback bekomme, wie zum Beispiel bei Planet Hagen, habe ich dann gehört von einer jungen Künstlerin, die nur, weil sie bei Planet Hagen in Kontakt gekommen ist und Resonanz gekriegt hat, jetzt anfängt kurz zu studieren. Also wo das ein Leben verändert hat, was ich gemacht habe. Ja, das ist, das verliert man im Alltag ein bisschen aus den Augen, aber da gibt es unheimlich rührende Momente. Oder auch mit diesem Filmemacher, was ich erzählt habe, da war nicht so furchtbar viel Publikum bei der einen Veranstaltung zu Afghanistan. Vor dem Krieg war das Thema. Man sah wunderschöne Berge, bisschen verwackelt halt. Und dann spielte ein afghanischer Musiker auf einem afghanischen Instrument und eine junge Frau im Publikum fing an zu weinen. Und hat dann später von ihrem Vater erzählt und was ihr das bedeutet. Und dass die in Österreich im Urlaub waren und er hat immer gesagt, diese Berge, das ist schön, aber das ist nichts, du müsstest mal lieber. Und dann mit diesem Instrument, diese Bilder und das hat sie so berührt. Und dann sitzt man da und auch als Veranstaltende bin ich ja auch ein Mensch und dann heule ich auch mit. Also das ist... Das sind die Momente, um die es geht eigentlich. Jetzt haben wir gerade schon ganz groß und breit über den Muschelsalat geredet. Kannst du uns da schon mal so einen ganz, ganz klitzekleinen Einblick vielleicht geben? Ein bisschen schon verraten. Ist das wenigstens da auch toll, wenn da ganz viele Leute kommen? Also wir haben anfangs 3 Konzerte in der Muschel. Die ersten 3 Veranstaltungen sind also am gewohnten Ort. Und dann haben wir noch 4 Veranstaltungen an verschiedenen Orten in der Stadt. Das ist Zirkus, das ist Handakrobatik. Es ist eine Artistengruppe dabei, die in Hagen sehr beliebt ist und wir haben mit dem Programm ein bisschen darauf geachtet, auch die alten Evergreens sozusagen zu bedienen. Wir haben ja jetzt eben ein neues Team, aber versuchen den alten Muschelsalat weiterzuführen und eben aber zeitgenössisch zu halten. Wir haben auch eine Produktion, die auf eine Umweltproblematik hinweist, aber das ist auch eine Produktion für Kinder, die sehr farbenfroh ist und interaktiv ist, also nicht so dröge mit erhobenem Zeigefinger, sondern zum Mitmachen und ja, wir haben eine ganz tolle Geschichte, wo es um die Verbindung von Kunst und Handwerk geht, die nochmal eine andere Ebene aufmacht als klassische Artistik. Und es sind meistens, ja, oder alle eigentlich Angebote fast ohne Sprache und mit Musik.
Also offen für alle Menschen, auch wenn sie nicht deutschsprachig sind oder nicht so deutsch geübt sind. Einiges für Kinder mit eben auch dabei, wo man Kinder mitnehmen kann. Und mehr will ich eigentlich nicht verraten. Aber es soll ja, also wir sind auf jeden Fall neugierig, darum ging es ja. Es klingt so spannend und deswegen jetzt die Frage, wo können unsere Hörerinnen und Hörer denn das nochmal in Ruhe vielleicht nachlesen? Auf eurer Internetseite zum Beispiel? Ja, www.hagen.de/Kulturbüro, das Büro mit UE. Genau, oder einfach Muschelsalat Hagen googeln, das würde auch funktionieren. Und das wird aber erst veröffentlicht, wenn wir die Pressekonferenz hatten. Und die Programmhefte behalten wir auch noch für uns. Man muss okay. Da auch ein bisschen Spannung. Ja, das ist schon richtig. So lange ist es ja auch gar nicht. Aber ihr seht die Pressemitteilung als Erste. Okay. Da freuen wir uns schon drauf. Ja, natürlich. Wir wissen als Erstes, was passiert. Wir können nicht alle Veranstaltungen, die ihr macht, herausgreifen, die ihr unterstützt, können wir heute nicht alle vorstellen, diese Veranstaltung. Aber du hast vorhin ja Mord am Hellweg erwähnt. Das ist ja auch für viele unglaublich spannend, weil ich sage deswegen viele, weil Krimis lieben ja wie ich sehr viele. Worauf können sich denn die Hagener Krimi-Freunde freuen? Kann man das heute schon sagen? Oh, sie guckt. Wir haben eine, wie immer, eine Anthologie-Geschichte. Das bedeutet, dass ein Autor eine Geschichte speziell für Hagen geschrieben hat. Die wird präsentiert und er stellt natürlich auch sich und sein Werk vor und das ist dann auch immer viel Gespräch. Man kann so ein bisschen was über den Arbeitsalltag von einem Autor erfahren. Dann haben wir eine interessante Veranstaltung mit jemandem, der beruflich auch Polizist ist und in Hagen eine große Sonderkommission geleitet hat oder da mitgearbeitet hat und also auch mit seinen, also aus seinen Erfahrungen erzählen kann, aber eben auch die Bücher mitbringt. Dann haben wir noch einen großen Namen, den ich jetzt nicht nenne. Okay. Schließ meinen Mund. Und noch eine Veranstaltung mit mehreren Damen, die mörderisch zur Feder greifen. Ja, da sind wir, glaube ich, sehr gespannt. Sollte man vielleicht auch mal reinschauen. Ja. Auch das auf unserer Website. Liebst du denn selber auch gerne Krimis? Oder? Schon. Ja. Schon. Ja, doch. Jetzt könnte man ja fast vermuten, dass du Kultur satt haben könntest, weil du so viel damit arbeiten musst. Ist das so? Brauchst du in deiner Freizeit Abstand von Kultur? Konsumierst du noch mehr Kultur in deiner Freizeit? Was ist da so, was ist da so dein Plan? Man kann nicht kommunizieren und man kann nicht sich von Kultur fernhalten, weil wenn man wirklich diesen erweiterten Kulturbegriff nimmt, den ich vorhin erwähnte, Feste feiern, essen, Fußball spielen, was auch immer. Gut, Fußball spielen ist nicht so mein Ding, aber jeder Film, jede Musik gehört in diesen Bereich. Und ich bin ein bisschen museumsmüde, muss ich sagen. Also bei Museen ist das schon so, dass ich mir auf die Schildchen gucke, ob das stimmt, was ich im Kopf habe, welcher Künstler, welche Künstlerin das wohl sein sollte. Da habe ich so, ich gucke nach den Laufwegen, nach der Beleuchtung, wie ist die Beschilderung und so. Das habe ich Gott sei Dank, wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe, nicht. Aber ich gucke mir schon den Flyer an und die Plakate und den Einlassbereich und so. Also doch, ich habe schon so ein, sagen wir mal, so eine kleine professionelle Deformation, was das angeht. Aber ich kann auch abschalten und genießen, das auf jeden Fall. Und ohne Kultur kann man nicht leben. Punkt. Ja, also Punkt. Ich schon fast ein gutes Schlusswort gewesen. Ne? Oder ist schon eins. Aber Melanie, trotzdem die Frage, haben wir irgendwas aus deiner Sicht vergessen, was dir wichtig wäre, noch zu erwähnen? Also mein großes Lob für die Hagener Kreativen und Kulturschaffenden habe ich, glaube ich, platzieren können. Ich kann da auch nur noch mal für Unterstützung auch bei der Bevölkerung und in der Politik und auch in der Verwaltung werben. Das ist eine lebendige Szene, auf die wir wirklich stolz sein können. Und wir haben gerne mal diesen negativen Blick auf diese Stadt. Aber wenn man dann in den Projekten mit den Menschen arbeitet, wir haben jetzt zum Beispiel kürzlich einen Videowettbewerb zum Thema Diversität gemacht und haben eine Einreichung bekommen von einer 16-jährigen, einer 17-jährigen Gymnasiastin aus Hohenlimburg, die ihren Beitrag zum Thema Diversität, die haben beide eine Migrationsgeschichte, filmisch gezeigt haben und die das Zusammenleben in dieser Stadt loben und die Vielfalt, auch wo man essen gehen kann, was es alles an Kleidung gibt, was es an Musik gibt, die sind so selbstverständlich Teil dieser Stadtkultur und schreiben das auch. Wir sind ein Teil von Hagen, Hagen ist ein Teil von uns und dieses Menschliche ist, finde ich, wichtig. Also egal auch in welchem Bereich man arbeitet, nicht nur im Kulturbereich, finde ich das wichtig, Respekt vor den Menschen zu haben und nicht immer alles schlecht zu reden und man redet übers Wetter und dann redet man über das nächste Problem und dann noch ein Problem. Das ist keine Perspektive, die glücklich macht und sollten wir uns nicht einfach gegenseitig unterstützen und eben auch die Augen aufhalten für die kleinen Dinge, die wachsen und nicht alles immer homogen und geformt und normiert haben wollen, sondern einfach mal vertrauen, dass auch was passiert und dass das Engagement der Menschen einen Grund hat.
nach dem tollen Schlusswort ein weiteres tolles Wahnsinn. Schlusswort. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke auch. Ja, tschüssi. Ciao.